Wie Sie sehen, gibt es keine Leinwand und keinen Beamer. Es gibt keine Folien. Ich habe da lange überlegt und dachte zum Thema, so wie ich es verstehe, würde es nicht passen, verkündend zu arbeiten. Weil verkündet wird genug zum Thema Leadership. Es gibt kaum eine Kategorie, über die so schnell, so häufig, so elegant und mit so viel Aufwand verkündet wird, dass doch jetzt ein neues Problem da sei und damit auch natürlich auch eine neue Lösung und wie man es jetzt zu machen habe mit dem Leadership. Ich bin seit 35 Jahren in diesem Geschäft beraterisch unterwegs und Management Development und ähnliches mehr und habe da auch viele Jahre kräftig mitgemacht. Und auf meine fortgeschrittenen Tage kriege ich einen etwas gelasseneren oder ruhigeren oder, wenn Sie so wollen, nachdenklichen Blick. Von daher verstehe ich den Abend eher als eine Einladung, ein bisschen mal erkundend drauf zu schauen. Ist denn da was dran? Also in dem Titel »In Turbulenzen steuern, die Renaissance von Führung« steckt ja die Frage, könnte das wohlbekannte Thema Turbulenz dazu führen, dass wir einmal mehr und mal wieder auch über Führung neu nachdenken könnten, sollten, müssten, dürften, etc. Ich fange mal vorne an bei Sachen, die die allermeisten von Ihnen gut kennen, vermute ich, und vielfach gehört haben. Das ist das berühmte Versagen großer Systeme. Da freuen sich ja alle Beratungsmenschen, wenn einmal mehr historisch belegt wird, dass mal wieder ein großes System versagt hat. Einfach deswegen, weil wir natürlich den großen Systemen immer prophezeien, dass sie kurz vor dem Erstarrungstod stehen. Und manchmal ist das ja auch so. Große Systeme, das wissen wir, so viel wissen wir, sind nicht sehr gut dazu geeignet, in Turbulenzen graziös zu agieren. Das Beste, was sie hinkriegen, was große Systeme hinkriegen, ist das, was Taleb die Robustheit nennt, also sich sozusagen robust zu machen und es irgendwie durchzustehen, wenn der Sturm kommt. Und dann ab und zu, aber eher selten, sich unter großen Schmerzen neu zu erfinden, zu dekonstruieren oder so. Aber das sind ja eher, wie wir alle wissen, sehr seltene Vorgänge. Wie sie klassischerweise reagieren, die großen Systeme, zunächst mal. Und das würde das Führungsthema noch weitgehend unangetastet lassen, erstmal, das war zumindest die Hoffnung, ist mehr strukturelle Komplexität aufzubauen. Das kennen wir auch. Also, wir nehmen zu der einen Hierarchie noch eine zweite Hierarchie dazu, dann haben wir eine Matrix. Oder wir nehmen zu der zweiten Hierarchie noch eine dritte Hierarchie dazu, da haben wir einen Tensor, also eine dreidimensionale Organisation. Das Organigramm muss dann als Würfel ausgelegt werden. Wir nehmen Dotted Lines dazu. Inzwischen kenne ich große Systeme, in denen Menschen sagen, ja, ich habe 4 bis 5 Vorgesetzte, ich weiß es nicht so genau. Also die Dotted Line ist nicht nur eine Dotted Line zu einer Solid Line, sondern es gibt gleich mehrere Dotted Lines. Dann nehmen wir dazu das in den letzten Jahren sehr hoffähig gewordene Networking, was ja auf vielen Management-Entwicklungsprogrammen sozusagen der entscheidende Takeaway ist, also der entscheidende Nutzen. Und wir nehmen dazu natürlich Projekte, 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 Projekte. Und wir nehmen dazu ein paar Taskforces und ähnliches mehr. Also das heißt, wir reichern unser klassisches großes System an mit struktureller Komplexität. Und dann versuchen wir, das klassische Führungsmodell aufrechtzuerhalten.
Also steuerbar und mit Mitarbeitergespräch und Anweisungen und so. Also alles das, was wir in den 70er Jahren gut gelernt haben, soziale Kompetenz und so weiter und so weiter. Jetzt hat sich gezeigt, dass das nicht sehr viel nützt. Soweit, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen, dass die Performance der großen Systeme dadurch nicht besser wird. Aber der Grundgedanke, der da drin steckt, der ist uralt, den kennen wir schon seit 20 Jahren, aus dem Change Management, nämlich, wenn das große, stabile, solide, abgehangene, dauerhafte System nicht mehr gut funktioniert, weil die Umwelt so dynamisch ist, zu viel Turbulenz da ist, dann greift zurück auf kleine, flexiblere, plastische Systeme, das sind Gruppen. Ja, das kennen wir aus den 70er, Beginn der 80er Jahre. Hier in Österreich erschien das berühmte Buch von Peter Heintl und Kreins, Projektmanagement, eine Antwort auf die Hierarchiekrise. Also der Rückgriff auf die Gruppe als eine Form, um Organisationen dennoch verändern zu können. Daraus ist etwas entstanden, wo wir heute alle auf breiten Asphaltstraßen drauf langlaufen, das ist Change Management. Damit locken Sie heute niemand mehr hinterm Ofen hervor, das können alle inzwischen, oder glauben das zumindest. Aber das ist nicht das, wovon wir reden, sondern wir reden von Turbulenz, das heißt von multiplen Störungen, die nicht mehr mit einem Change-Projekt zu begleiten sind, wissen wir auch. Und wir merken, dass ein Gedanke wieder von Nassim Taleb aus der Antifragilitätsüberlegung, robust zu werden, genügt nicht, um die Performance aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil, je robuster ich versuche, das große System zu machen, umso fragiler wird es, das heißt, umso zerbrechlicher wird es. Von daher kann das nicht die Lösung sein, wird aber natürlich an vielen Stellen immer schon wieder probiert. Es würde also beginnen damit, Stichwort Demut, dass wir unseren Führungskräften beibringen als ersten Schritt, könntest du bitte dich damit auseinandersetzen, dass du nicht mehr steuern kannst, so wie du es gewohnt bist. Das ist in 3 Millionen Vorträgen gesagt worden und das steht in 120.000 Artikeln. Und dennoch, ist zumindest in meiner Erfahrung, fällt es richtig schwer zu akzeptieren, ja, in der Turbulenz ist das alles nicht mehr steuerbar. Weil dann kommt natürlich, ja wie, was heißt denn nicht mehr steuerbar? Soll ich gar nichts machen? Ich muss doch steuern. Wie kann gesteuert werden? Und das ist die zu untersuchende Frage, wie sich dann Führung, wenn Steuerbarkeit zurückgeht nach klassischen Mustern, wie sich dann Führung unter Umständen neu darstellt, anstellt, etc. Das heißt zum Beispiel, dass wir zurückgreifen auf ganz einfache Sachen, die wir Common Sense nennen können. Gesunder Menschenverstand, Hausverstand, wie man in Ihrem Land sagt. Also nicht mehr elegante neue Aussagensysteme zu suchen. Und es gibt viele davon, wir kennen vielleicht viele. Bei uns in Deutschland ist gerade der große Renner, der in mehreren großen Systemen im Moment in einem Rollout, ich denke da immer an Dampfwalzen, also in einem großen Rollout ausgerollt wird, ist transformationale Führung. Eine neue Heilslehre. Nichts dagegen zu sagen, innerlich ist das alles okay, da gibt es gar nichts dran zu kritisieren, aber die Art und Weise, wie es ausgerollt wird, kommt natürlich wieder verkündend daher und sagen, wenn du transformationale Führung kannst, dann können wir wieder steuern. Und ich gebe zu bedenken, ob man sich von dieser Verklammerung, wenn du das und das erst dir drauf geschafft hast und kannst, dass wir dann wieder steuern können, dass man sich davon verabschiedet. Da wird es aber dann richtig gefährlich. Weil da muss man wirklich erstmal so einfache Sachen wie Hausverstand bemühen,
wie zum Beispiel auszuhalten, dass wir ganz viel nicht wissen. Also nicht steuern können heißt ja auch erstmal auszuhalten, dass wir ganz viel nicht wissen. Dann muss man aushalten, dass man wieder ans Lernen kommt. Auch schwierig, das ist ein Personenthema. Wie kriege ich die ans Lernen? Auch sehr bekannt. Und ich muss mir überlegen, ob es vielleicht eine andere Leitdisziplin gibt für das, was wir gemeinhin Führung nennen. Nun vermute ich mal, dass hier eine Ansammlung von sehr informierten Menschen sitzt. Für die ist die Leitdisziplin von Führung schon lange nicht mehr das Ingenieurswesen oder die Betriebswirtschaft. Aber was dann? Und da würde ich mal vorschlagen, zuzulassen, dass wir über die Leitdisziplin gesunder Menschenverstand und über die Leitdisziplin Kunst nachdenken. Also könnten Führungskräfte ihren Job eher mit der Metapher der Ausübung von Kunst verstehen, weil der Künstler ist ein Experte des Nichtwissens, wenn der vor der weißen Leinwand sitzt oder wenn der sich das Stück erarbeitet. Hat in dem Sinne sehr viel mehr mit dem gemein, was Führungskräfte erleben, wenn die Turbulenz so groß wird, dass man wirklich nicht mehr weiß. Der Künstler, egal wie viele Bilder er gemalt hat oder wie viele Stücke er eingeübt hat oder wie viele Rollen er gespielt hat oder sie, ist ein erfahrener Anfänger. Das ist eine meiner Lieblingsfiguren für diese Zeiten, was es zu lernen gilt, erfahrener Anfänger zu sein. Also einerseits unter Umständen viel Erfahrung zu haben und andererseits vor der neuen Aufgabe als absoluter Anfänger dazustehen. In den Führungskräfte-Entwicklungsprogrammen, in denen ich noch das Glück habe, dabei zu sein, relativ außergewöhnliche, seltene, versuchen wir Menschen dahin zu bringen, sich diesem Gefühl auszusetzen, nicht zu wissen und ein erfahrener Anfänger zu sein. Zum Beispiel bitten wir die, ein Gedicht über sich selbst zu schreiben. Gestandene Ingenieure, Betriebswirte, hochkarätige Führungskräfte. Und langsam fangen die an zu verstehen und dann tun die das. Und merken, dass die Prozessqualität, die Tätigkeit, eine in dem Sinne, im weitesten Sinne künstlerisch, also im Sinne von Beuys, jeder ist ein Künstler, ne? Lower your standards, ne? Damit beginnt das alles, dass aber diese Tätigkeit mit dem Horror Vakui anzufangen, mit dem Nichtwissen anzufangen, dass das eine ziemlich spannende und womöglich aussichtsreiche Form ist, sich mit Nichtwissen, nicht steuern können etc. auseinanderzusetzen. Dazu gehört natürlich, um es wieder anzudocken an gängige Themen, die Sie alle kennen, dazu gehört natürlich die Auseinandersetzung mit dem eigenen Narzissmus, das ist ja ein zweites großes modisches Thema derzeit in der Führungskräfteentwicklungsdiskussion. Und dazu gehört natürlich auch, sich neu auseinanderzusetzen mit der Idee Ich und Wir, also mit der Idee des, früher hätte man gesagt, Kollektivs, also der Idee eines sozialen Körpers. Also die uralte Geschichte, kriegen wir Turbulenz womöglich leichter ausgehalten und bewältigt. Der uralte Aufsatz über Führung vor 50 Jahren hieß mal The Art of Muddling Through, die Kunst des Durchwurstens. Also wie wursteln wir uns kunstvoll durch die Turbulenz, um unsere Systeme, unsere produktiven Systeme, unsere wirtschaftlichen Systeme, unsere Verwaltungssysteme, kulturellen Systeme, was auch immer, da irgendwie durchzubringen. Was brauche ich dafür als inneres Betriebssystem? Und
Das heißt dann, ich muss mich als Führungskraft in der Turbulenz, also neben Hausverstand, neben Kunst als inneres Betriebssystem, mit dem Ich-Wir, mit der Ich-Wir-Spannung auseinandersetzen. Und das bei einer Vergangenheit, wo der heroische Einzelkämpfer, wie wir alle wissen, das große Ideal war. In der Turbulenz ist der heroische Einzelkämpfer wahrscheinlich nicht die beste Wahl. Wahrscheinlich. Was nicht heißt, dass es nicht ab und zu grandiose Heldentaten gibt. Das heißt auch, dass Führung würde dann stärker Werte getrieben. Ich greife nur das auf, was ich selber auch erlebe und in den letzten 10 Jahren auch immer wieder in der Fachdiskussion erlebt habe. Also die Auseinandersetzung mit Werten, damit ich mich mit meinen Werten auf eine intensivere oder sozusagen intimere Art und Weise mit meinem Team in Verbindung setze, mit meinen Mitarbeitenden, mit meinen Kollegen. Sie merken vielleicht, ich mute Ihnen, das tue ich auch an anderen Stellen, ungewohnte Begriffe zu. Intimität. Die nächste Stufe, die dazu gehört, hieße, natürlich eine intensivierte Wahrnehmung zu haben. Also Turbulenz als Unübersichtlichkeit, als Nichtsteuerbarkeit so zu begegnen, dass ich erstmal sage, wie gut bin ich denn im Wahrnehmen, im Optischen, im Zuhören, die alten Geschichten kennen Sie noch aus der Diskussion um die soziale Kompetenz, die hören alle nicht zu. Klar, jetzt geht es um mehr. Es geht nicht nur ums endlich zuhören können, was man irgendwo auf dem Kommunikationstraining ja dann skillmäßig mal gelernt hat, sondern es geht um Zuhören, solche Ohren zu kriegen. Oder das Gebot aus der Dialogarbeit zu nehmen, hör dir selbst beim Zuhören zu. Und was siehst du? Und was kriegst du mit? Also intensivierte Wahrnehmung zu betreiben, als ein weiteres Element dieses etwas anderen Betriebssystems, in dem sich Führung dann vollziehen würde. Also wir reden von Intimität, wir reden von Werten, wir reden von intensivierter Wahrnehmung, wir reden von Ich-Wir-Spannungen, mehr kollektiv, und wir reden von gesundem Hausverstand und der Kunst und dem Verzicht auf Größen. Das wäre schon mal ein Ausgangspunkt. Wir sind weit davon entfernt, auch ich bin weit davon entfernt, jetzt hier verkünden zu sagen, das sei nun ein Patentrezept, sondern ich gebe zu bedenken, sind das aussichtsreiche Qualitäten, mit denen wir Führung als zwischenmenschliches Geschehen, als Beziehungsgestaltung, als Wirksamkeit neu und anders denken müssten? Und wie würde dann Führungskräfteentwicklung für die hier anwesenden Verantwortlichen für Führungskräfteentwicklung und HR-Management-Personen, wie würde dann Führungskräfteentwicklung auszusehen haben? Es gibt ein altes Zitat von Warren Bennis. Warren Bennis ist ein unverdächtiger Zeuge von Management Development, On Becoming a Leader, uralt. Warren Bennis hat 1989 schon etwas sehr Hübsches gesagt. Er hat gesagt, Leadership is like beauty. It is hard to define, but you know it when you see it. Das ist pure Phänomenologie. Ich gehe nicht so weit, Führungskräften zuzumuten, Phänomenologie zu betreiben. Aber denen, die mit Führungskräften arbeiten, würde ich sehr wohl zumuten, auch phänomenologisch vorzugehen. Das heißt, was passiert denn da, wenn wir Warren Bennis folgen? Also hard to define, das wäre ingenieursmäßig. Ne? Die ideale Führungskraft, Peter Drucker, uralt, on, ne?
What makes a great leader? Aktuell. Also nicht zu definieren, sondern zu untersuchen, was passiert bei mir, wenn ich sage, da passiert jetzt gute Führung. In Deutschland sitze ich mit Kollegen zusammen, mir neulich gemacht, und obwohl ich gar nicht katholisch bin, haben wir gemeinsam überlegt, ob der Papst eigentlich systemisch führt, der neue Papst. Und unterm Strich kann ich sagen, unter verständigen Kollegen, wir sind zu einem Ergebnis gekommen, ja. Wo hat er das gelernt? Wer kann das irgendwie so? Da ist was mit den Werthaltungen geklärt. Da ist ein Haufen gesunder Menschenverstand. Da ist ein Stück Verzicht auf Größenwahn. Also da ist ganz viel von dem. Da ist Kunst. Also ein künstlerisches Herangehen, nämlich spontan aus dem Augenblick heraus zu handeln. Also es wäre spannend, sich die gesamten Aktionen des Papstes, wir hatten nur so, was wir so wussten, mal anzugucken unter dem Aspekt, was ist das für ein Führungshandeln? Stichwort symbolisches Management. In turbulenten, unübersichtlichen Situationen. Ja. Und ich bin seit einiger Zeit unterwegs, damit zu versuchen, dass jetzt solche Gedankengänge, die ja eher wirklich konzeptionell sind, runterzubrechen auf sehr konkrete Doings, sehr konkrete Handlungsvorschläge. Und ich will die Liste hier nochmal nutzen, aber an dem jeweiligen Handlungsvorschlag versuchen zu erläutern, was ich mit dem vorherigen gemeint habe. Führungskräfte sagen mir, ja, das ist ja alles nett, was Sie da erzählen, aber ist ja alles so kompliziert und schwierig und so. Was soll ich denn machen? Weil mein Laden ist wirklich durcheinander. Und erschöpft ist er auch, natürlich. Und dann war ich, okay. Turbulenz heißt Ende der Beständigkeit, Ende der Wiederholbarkeit, die Dinge kommen neu und unerwartet, Managing the Unexpected, das unerwartete Managen, kennen wir alle von, oder die allermeisten, von Karl Weick. Also das Erste, was eine hilfreiche Form ist einzuüben, ist wahrscheinlich elegant und graziös loszulassen. Weil in der Turbulenz muss ich wahrscheinlich öfter loslassen. Als Vorbedingung dafür, um mich neu zu orientieren. Und Klaus Otto Schama, ebenfalls ein unverdächtiger Zeuge, hat schon vor 10 Jahren ungefähr gesagt, in einem Substrat aus seinen 100 Interviews über, wie müsste Führung aussehen, die er gemacht hat, eine der Dinge, sagt, loslassen, letting go. Furchtbar wichtige Teiltätigkeit. Also, etwa im Coaching sitze ich mit hohen Führungskräften zusammen und wir machen eine Liste der Dinge, die sie vermutlich, wahrscheinlich, eventuell in der nächsten Zeit werden loslassen müssen. Also, sich davon verabschieden. Zum Beispiel von der Idee, alles im Griff. Oder von bestimmten Technologien oder bestimmten Vorurteilen oder bestimmten festen Überzeugungen. Ja, wir haben das früher genannt, weglernen, unlearn. Das wird häufiger passieren, also könnte es Sinn machen, loslassen zu üben. Das hat halt sehr praktische Wege. Ich sage denen immer, fang nicht gleich mit den komplizierten Sachen an, wie etwa die alte Strategie oder sowas. Das ist ein bisschen heftig. Fang mit deinem Kleiderschrank an. Lern loslassen. Aber wichtig ist die Liste. Was denkst du, was in der nächsten Zeit zum Loslassen ansteht? Und natürlich, personenbezogen, Stichwort Führung, kommt dann bei dieser einfachen Tätigkeit des Loslassens, des sich Verabschiedens, kommt dann natürlich ganz viel Person zum Vorschein. Lieblingsideen, festgefügte Meinungen,
unbewusst gewordene Überzeugungen, die dann auch das Selbstkonzept ausmachen und so weiter und so weiter. Also wenn wir nehmen mal ein Beispiel aus der Politik, weil wir das alle mitgekriegt haben, wenn ein türkischer Staatschef sagt, ich verbiete bestimmte Teile aus dem Internet, Twitter, so, und was die Welt dazu denkt, ist mir völlig egal, dann kann man sich natürlich überlegen, wie ist das bei dem mit dem Loslassen? Das ist eher schwierig, offensichtlich. Also was hätte er, keine Ahnung von den Gegebenheiten, bin kein Politologe, aber unter Führungsaspekten, was hätte er gegebenenfalls loszulassen und wenn man das dann transferiert auf Führungskräfte? Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, Stichwort Wahrnehmung, ist natürlich Neugier. Also, was denkst du, was glaubst du, wo wirst du in der nächsten Zeit womöglich andocken müssen? Und was denkst du, wie es dir dabei geht? Ich habe gerade heute beim Häfligen das Handelsblatt gelesen, was in Deutschland eine seriöse und wichtige Zeitung ist für den Businessbereich. Und da gibt es einen Riesenartikel, der sagt, also man rechnet schon damit, dass das jetzt mit den Mergers und Acquisitions wieder losgeht. Also falls jemand von Ihnen beraterisch mit Post-Merger Integration zu tun hat, freuen Sie sich, es gibt wieder viel zu tun. Sie wollen alle wieder loslegen. Das heißt, die Entgrenzung greift wieder. Wachstumsfantasien sind da, natürlich, und es wird gemerged werden, wahrscheinlich, und akquiriert werden, wahrscheinlich, natürlich. Das heißt, an dieser Situation zum Beispiel, ich muss dann als Führungskraft mir überlegen, wie gut bin ich eigentlich im Andocken? Wie gut bin ich, wenn der Stachel des Fremden in meinem Fleisch sitzt? Wie leicht und wie gut kann ich Irritationen aufnehmen und verarbeiten? Und das ist mehr als die gängige Flexibilität, die so in jedem besseren Führungskräftekatalog als Kompetenz drinsteht. Wie gut bin ich im Andocken? Andocken heißt Vorstufe zu dem, was gerne zu dem Thema Führung in der Turbulenz gesagt wird. Das ist die berühmte Co-Kreation, Co-Creation. Also wenn ich in Co-Creation gehen will, muss ich erstmal die Basisfähigkeit des Andockens haben. Also Kontakt mit dem Unbekannten, mit dem Fremden etc. Also das Gegenteil von Xenophobie. Und ich kann sagen, aus meiner Erfahrung zumindest, ist nicht übertrieben. Ich habe mehrere Unternehmen dabei beraten, auch noch in den letzten Jahren, die dann einen neuen Eigentümer gekriegt haben oder so. Bei uns in Deutschland passiert das jetzt gerade mit einer Fluglinie, die heißt Air Berlin. Die werden ganz schön was zum Andocken haben, wenn die das so machen. Das ist nicht trivial, das Andocken. Wie geht das? Was passiert da bei mir? Also wie hoch ist meine Neugier? Wie gut ist meine Fähigkeit zum Austausch, zur Abstimmung? Was interessiert mich? Ganz viele Führungskräfte haben auf diese Frage keine Antwort. Außer den Standards. Sport und Tennis und meine Familie. Aber was interessiert mich wirklich? Da komme ich in Sehnsüchte rein. Und das brauche ich, um in der Turbulenz zu funktionieren, könnte sein. Also das wäre ein Thema. Das Dritte, was zu tun wäre, ganz konkret, und da bin ich auch sehr handwerklich unterwegs und mache das auch viel in meiner beraterischen Arbeit noch, ist, neue Kommunikationsgefäße zu erfinden. Also Kommunikationsgefäße, man nennt das ja Regelkommunikation, Kommunikationsgefäße, so die Standardkommunikationsgefäße kennen alle, das Meeting,
Jeder hat so seine Erfahrung dazu, mehr oder minder dramatisch. Und dann kennt jeder auch das Mitarbeitergespräch, also ein One-on-One-Kommunikationsgefäß. Aber ich sage mal ein sehr einfaches Beispiel, um in der Banalität auch das zu skizzieren. Schon wenn es zu dem Kommunikationsgefäß Telefonkonferenz kommt, erleben Sie, dass Leute in der Zentrale zu dritt in einem Zimmer sitzen, von dem Team, das da eine Telefonkonferenz hat, und telefonieren mit den Menschen in Singapur und mit den Menschen in Kanada und mit den Menschen in Brasilien. Ist kommunikativ unmöglich, weil die drei, die in einem Zimmer sitzen, gegenüber den anderen einen wahnsinnigen Heimvorteil haben. Und damit eine riesen Ungerechtigkeit passiert, aber es geht nicht um Moral, sondern es geht um die Verzerrung des Ergebnisses. Weil die anderen am Telefon wissen das natürlich, dass die da sitzen und sich anlächeln können und sich zunicken können, etc. Das heißt, wenn ich eine Telefonkonferenz mache, müsste ich die eigentlich so machen, dass alle am Telefon sitzen. Und die drei aus der Zentrale halt in drei verschiedene Räume gehen und sich ebenfalls, genau wie die anderen, ans Telefon begeben, damit alle lernen und einzuüben, wie kann eine vernünftige Telefonkonferenz gelingen. Nur als einfaches Beispiel, Stichwort neue Kommunikationsgefäße einüben. Aber zu einem Kommunikationsgefäß gehört auch der Waldspaziergang. Den kennen manche Führungskräfte nur von Seminaren oder sonntags nachmittags mit der Familie. Was Sie kennen, ist natürlich, in Deutschland zumindest, weil das ein Flächenstaat ist, die langen Autofahrten oder lange Flugreisen, wo man dann schon mal reden kann oder so. Aber das sind eher informelle, eher zufällige Kommunikationsgefäße. Es würde darum gehen, kreativ zu werden, andere Formen von Kommunikationsgefäßen zu machen, wie zum Beispiel, das kennt man nun inzwischen im Produktionsbereich, die kurze Stehung jeden Morgen 5 Minuten. Oder auf der anderen Seite eben mal zu sehen, okay, können wir Konfrontation? Etwa bei einem Konflikt. Können wir das? Nein, wir können es nicht. Können wir Großgruppe? Bei all der Großgruppen-Euphorie, die wir in den letzten 5 bis 7 Jahren hatten, viele, ja, war toll, mal Open Space gemacht oder so, aber so richtig können, da sind wir noch nicht. Das heißt also, kreativ zu werden, um neue Kommunikationsgefäße zu erfinden, auszuprobieren, einzuüben mit dem Team, das wären Formen, man redet da häufig ja vom Lagerfeuer, und in der Kommunikation jetzt nun tatsächlich das einzuüben, was die Kommunikationsmenschen als Dialog und Dialogqualitäten kennen. Das ist eine zu prüfende Frage, aber ich denke, es ist aussichtsreich, dass in der Turbulenz ein vertiefter Dialog tatsächlich hochgradig profitabel und produktiv ist. Wäre aber natürlich noch flächig und massenhaft zu untersuchen und zu beweisen. Schließlich, das freut alle Berater, gehört dazu eine viel häufigere Selbstreflexion, also die berühmte reflexive Schleife. In der Turbulenz braucht es mehr, sehr viel mehr und sehr viel häufigere Selbstreflexion, sowohl individuell wie natürlich auch in den Sozialkörpern. Und ich kenne, und Sie, viele von Ihnen wahrscheinlich auch, den Satz, ja, wissen Sie, wir haben so viel zu tun, dafür haben wir nun wirklich keine Zeit. Aber umgekehrt würde in der Tat etwas Vernünftiges draus, weil alle gesunder Menschenverstand sagt, ja, wenn es richtig unübersichtlich wird, also im Nebel, geht man langsam und orientiert sich zwischendrin immer wieder neu. Und wenn das Gelände schwankt, dann geht man ebenfalls langsam und versichert sich immer wieder rück. Das ist also die Frage, wie viel davon, wie viel mehr davon ist in der Turbulenz nötig. Selbstreflexion, zurücktreten, also die berühmte Geschichte der Maler von der Leinwand und so, mit anderen
Da finde ich die Schweizer toll. Die Schweizer nennen solche Aktivitäten eine Retraite. Wir haben eine Retraite gemacht. Bei uns heißt es Offsite-Meeting. Also Meeting, nur Offsite. Also wir sind irgendwo im Hotel oder sonst wie. Aber es ist ein Meeting. Also passiert genau das Gleiche wie sonst in Meetings auch. Sprachlich, der Begriff Retraite, finde ich sehr fein, hat was damit zu tun mit Retreat und Rückzug, das ist Französisch und deutet sprachlich schon darauf hin, dass wir da was anderes machen. Und das häufiger. Schließlich, sehr bekannt, sehr geläufig, hat es inzwischen rumgesprochen. Es ist klar, dass wir in der Turbulenz häufiges Feedback brauchen. Spontanes, häufiges, möglichst dauerndes Feedback. Also nicht zu warten, bis das 360-Grad-Feedback ritualisiert von dem Unternehmen angeboten wird oder andere Feedback-Veranstaltungen, Mitarbeitergespräch, Entwicklungsgespräch, was auch immer, Aufwärtsfeedback, sowas, sondern dauernd und häufig Kommunikation zum Fließen bringen mit Feedback. Da sind wir wieder natürlich sofort bei der Personenseite, Führung. Eine Führungskraft muss dann einen bestimmten Reifegrad haben in der Feedbackverarbeitung, um schnell Feedback machen zu können. Wenn eine Führungskraft im Sinne der Entwicklungsbeschreibungen von Personen auf der Erwachsenenebene, also Robert Keegan und andere, relativ wenig entwickelt ist, was es bei vielen 12-Ender-Unternehmern immer noch gibt, die erleben Feedback als Angriff. Ja, ist doch klar, dass es dann keine häufigen Feedbackschleifen gibt. Wenn ich also häufige Feedbackschleifen einziehen will und dazu ermuntern will, brauche ich natürlich einen bestimmten Reifegrad in der Feedbackverarbeitung auf der Personenebene. Da gilt dann ein Satz, den ich von Ronald Heifetz gelernt habe. Heifetz, Harvard, einer der Profs da für Management, viel dazu geschrieben, zum Management, schon vor Jahren. Und unter dem Thema Feedback hat er etwas sehr Einfaches gesagt. Er hat gesagt, protect the voices from below. Schütze die Stimmen von unten. Und das halte ich für turbulente Situationen, für Unsteuerbarkeitssituationen, für ein ausgesprochen Common Sense begründbares, vernünftiges Vorgehen. Schütze die Stimmen von unten. Also hör denen gut zu, aber nicht nur hör ihnen gut zu, sondern schütze sie. Das heißt, ermuntere sie. Können Sie sich vorstellen, dass das natürlich schon wieder eine andere Form von Personen- und persönlichem Betriebssystem macht. Das sind Beispiele. Ich bin gleich durch. Das sind Beispiele, die aus meiner Sicht skizzieren sollen, wie wir Führung eventuell anfangen müssten, anders und neu zu denken, in Klammern, was wir dabei feststellen könnten, wäre, dass es eigentlich ganz altes und ganz bekanntes. Stichwort gesunder Menschenverstand. Das heißt, wir können uns dann wirklich von den Hochglanz-Religionsersatzmäßig vorgetragenen Halslehren verabschieden und sagen, lass uns mal runterkommen und sagen, was ist der Umgang des Menschen mit den Mitmenschen in unübersichtlichen Situationen? Jenseits der naiven Form. Okay, letzter Punkt. Natürlich gehört zu dieser Art von Führung, die eigene Kraftquelle zu kennen. Ich will nicht das Wort von dem Burnout jetzt weiter strapazieren, das ist inklusive seiner Denunziationen lang genug verhandelt worden. Aber ich kann nur sagen, die Statistik in Deutschland zumindest zeigt eindeutige Ergebnisse. Es gibt keine Befindlichkeit außer dieser Erschöpfungsdepression, egal ob man es nun Burnout nennt und wie man das im Einzelnen unterscheidet, das ist ein anderes Thema.
Das heißt, es passiert auf der Führungskräfteebene eine unglaubliche Materialprüfungsserie. Und dabei geht viel kaputt. Und das ist dann richtig teuer, wie wir alle wissen. Also könnte es Sinn machen, in der Turbulenz natürlich auch im Management Development Menschen dazu zu bringen, zu sagen, da gibt es ein komisches Wort, mit dem machst du jetzt mal bitte deinen Frieden. Und das Wort heißt Selbstfürsorge. Selbst und dann noch Fürsorge. Okay, komisches Wort, zumindest in Deutschland. Ja. Aber das muss jetzt mal angedacht werden. Weil das ist eine wichtige Teilfunktion zur Bewältigung von Turbulenzsituationen in Organisationen, in Wirtschaftsorganisationen, in anderen, dafür zu sorgen, dass du für dich selber gut sorgst, sodass du auch übermorgen noch fähig bist, die Turbulenz in irgendeiner Form zu bewältigen. Ja, das sind nochmal, ne, keine Verkündungen, sondern eher so erdige Denkangebote zum Thema, wie könnte es denn da weitergehen und sinnvoll sein, jenseits des schon fertigen, hochglanzmäßig ausgedachten, sondern eher im Sinne des Erkundenden. Und dazu möchte ich Sie einladen, jetzt dann in den nächsten Denkrunden ein bisschen in die Erkundung und in die Prüfung, in die Hypothesenprüfung zu gehen, eigene Erfahrungen zu benutzen und ähnliches mehr. Vielen Dank für Ihre irrsinnige Konzentration. Danke.